Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Die heutigen Pickups sind nur indirekt videospielbezogen. Wieso, weshalb, warum, seht ihr gleich direkt nach dem Intro. Ja, wie, wo, was, nur indirekt videospielbezogen, ist es jetzt Videospiele oder nicht? Das fragt ihr euch sicherlich. Es ist indirekt Videospiele. Zum Hintergrund, der Vincent von der Nerdzentrale, der hat DVDs aussortiert. Und DVD meine ich jetzt Filme, ne? Also Kinofilme oder Direct-to-DVD-Productions, also einfach Filme. Die sind nicht aus seinem Laden, sondern aus seinem privaten Fundus. Und ja, da hat er dann eben einen großen Stapel aus seiner privaten Bibliothek oder Videothek aussortiert und hat in der WhatsApp-Gruppe gefragt, wer denn was gebrauchen könnte. Da ist dann wirklich eine Ladung an Bildern ist da rausgeschickt worden und es war wirklich schon Arbeit, das alles durchzusichten, die ganzen Stapel an Videos, an Filmen sich anzuschauen und zu schauen, was man davon denn gerne möchte. Da habe ich dann das ein oder andere gefunden und da ist mir eine Idee gekommen, wie ich denn einen Twist in meine Sammlung bringen könnte. Gerade jetzt hier im neuen Game Room, wo ich hier die Couch habe. Ich habe mittlerweile auch einen größeren Fernseher hier. Wie ich da noch so einen kleinen Twist reinbringen kann. Und da ist mir die Idee gekommen, eine Spielfilmsammlung aufzubauen. Und in diesem Fall meine ich Spielfilm auch wörtlich, denn es geht um Filme, die auf Spielen basieren. Also nicht umgekehrt, sonst kennt man ja natürlich Spiele, die eine Versoftung von einem Film sind. Hier ist es umgekehrt, es sind Filme, die auf Spielen basieren. Ja, und da habe ich zugeschlagen und habe ihm so um die 20 Filme abgenommen. Und die Pickups möchte ich euch heute natürlich mal zeigen. Wir fangen an. Es ist nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern einfach nur, wie es hier auf dem Stapel liegt. Wir fangen an mit Tekken, ein PlayStation-Klassiker. Das ist einmal der erste Film, denke ich, ist das. Ich weiß nicht, wie viel es aus dieser Reihe gibt. Und dann Kazuyas Rache. Das ist anscheinend eine zweite Folge davon. Keine Ahnung, wie viel mehr von diesen Filmen es eben noch gibt. Dann, das scheint ein Animationsfilm zu sein, Resident Evil Vendetta. Geht wahrscheinlich von der Machart in Richtung von dem Final Fantasy-Film. Dann wusste ich gar nicht, dass es davon einen Film gibt. Dead Rising ist bestimmt direkt auf DVD rausgekommen, ohne je im Kino gewesen zu sein. Kommt natürlich jetzt der Klassiker. Natürlich auch im Kino gesehen, später auf DVD gehabt. VHS nicht, nee, da war VHS schon weg. Auf DVD gehabt, aber mittlerweile auch nicht mehr zu Hause gehabt. Hier einmal Tomb Raider. Das ist die Wiege des Lebens, genau, die Wiege des Lebens. Ich weiß gar nicht mal, welcher hier jetzt der erste, welcher der zweite ist. Und Lara Croft Tomb Raider ohne Untertitel, ich gehe schwer von aus, das ist dann der erste Teil. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das ist nämlich hier im Pappschuber. Und das sind einige hier in diesem, wie heißen die, Digital Book, Media Book. Ja, finde ich eigentlich sehr schön. Da ist, was ist da dabei? Schauen wir doch gerade mal. Das eine ist der Hauptfilm. Dann DVD 3 ist in der Mitte. Das ist ein Spiel. Da ist ein Spiel dabei. Okay. Und rechts haben wir DVD 2. Das sind die Specials. Sehr schön. Tomb Raider in der Media Book Edition. Ist es Media Book oder Digital Book oder Digital Media? Ich weiß nicht. Wie heißen die Klappdinger hier? Weiß ich jetzt nicht. Und ja, vom ersten Stapel, das letzte, ich habe es eben schon erwähnt, Final Fantasy, dieser ja, Animationsfilm, der damals doch schon bahnbrechend war und an Realismus bis dahin hat man sowas noch nicht gesehen. Mittlerweile ja, sieht Ingame-Grafik besser aus als dieser Film, aber damals war das wirklich schon bahnbrechend, der ist von 2001, Final Fantasy, die Mächte in dir. Kommen wir zum nächsten Stapel und ja, es ist Uwe Boll. Er darf natürlich nicht fehlen, wenn es um Videospiele-Verfilmungen geht. Schwerter des Königs finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bin eh jetzt nicht so abgeneigt gegen Uwe Boll und finde ihn als Typ eigentlich ganz lustig, aber auch die Filme finde ich gar nicht so schlecht. Also wird auch mehr, würde ich sagen, oder sag ich persönlich, da wird mehr Mitläufertum, dass die Leute sagen, ach, der ist doch so schlecht, weil eben viele sagen, der ist so schlecht, finde ich gar nicht. Es gibt definitiv schlechtere Regisseure, schlechtere Produzenten als Uwe Boll. Und hier habe ich Schwerter des Königs,
Und es geht gleich munter weiter mit Alone in the Dark. Ja, den habe ich damals, ich glaube, das war eine Splatter-Day, bin mir aber nicht sicher, oder war ich so regulär im Kino mit meinem, ja, Splatter-Horror-Spezi. Viele Grüße an dich. Und den habe ich damals im Kino gesehen, fand ihn auch gar nicht so schlecht, ist mit Christian Slater und Tara Reid, also Garant für Qualität. Wo Teil 1 ist, darf Teil 2 nicht fehlen. Ich glaube, das war aber kein Kinofilm mehr, sondern ein Direct-to-DVD. Dann haben wir hier einen Zweiteiler, beziehungsweise zwei Filme in einem Case. Ist es eine Disc oder ein Case? Na, es sind zwei Discs. Einfach nur, Happening ist natürlich jetzt kein Spiel, aber hier Max Payne mit Mark Wahlberg basiert natürlich auf einem Spiel. Und ja, vorhin haben wir schon Tekken gesehen, da darf Dead or Alive natürlich auch nicht fehlen. Bleiben wir bei den Prüglern. Mortal Kombat. Ist das mit Christopher Lambert? Oder welcher Film war mit... Ja doch, das ist der mit Christopher... Ja, hier oben steht es ja auch. Oh, und jetzt habt ihr schon den nächsten gesehen. Der Film mit Christopher Lambert. Und ich glaube, da war ich auch damals im Kino. Von wann ist der? 97 Minuten. Hier steht's. Regie Paul Anderson. Ja. Und das Ganze ist von 1995. Der ist... Ab wie vielen Jahren ist der? Ab 16 Jahren. 95 war ich im Kino. Hätte ich nicht dürfen. Und dann... Zu guter Letzt ein kleines Schmankerl aus dem zweiten Stapel. Ein dritter kommt noch. Hat nichts mit Videospielen zu tun, aber ich muss ihn einfach haben. UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung. Weird Al Yankovic, eine Ikone aus den 80ern oder frühen 90ern. Comedy-Klamauk ohne Ende. Wer den Film nicht kennt, unbedingt suchen, anschauen. Gibt's für ein paar Euro auf jeden Filmbörsen oder sonst wo oder auf eBay. Schaut mal, ein klasse Film, wenn man auf 80er, 90er Klamauk steht. Gehört also jetzt nicht unbedingt zu diesem neuen Sammlungsgebiet, aber ich musste ihn haben. Und dann kommen wir zum dritten Stapel. Das sind nicht mehr ganz so viele, aber dafür sind zwei Steelbooks dabei. Einmal Dead Space Aftermath. Wusste ich auch nicht, dass es dazu einen Film gibt. Und ich glaube auch das hier, ja, sieht nach einem Animationsfilm aus. Wusste ich nicht, sehr geil. Resident Evil Degeneration ist auch ein Animationsfilm. Ich wusste gar nicht, dass so viele Animationsfilme zu Videospielen gemacht wurden. Vielleicht wurden da auch einfach irgendwie die, ja, wie sagt man, die Modelle, die 3D-Modelle aus den Spielen, aus den Cutscenes weiterverwendet. Ist dann natürlich eine einfache und günstige Art, so einen Film zu produzieren. Also hier Resident Evil Degeneration. Und dann na, drei Steelbooks. Sehr geil. Einmal Silent Hill. Habe ich auch damals im Kino gesehen. Ich muss sagen, der Film ist eigentlich ganz geil, aber er dauert zu lange. Jetzt nicht dauert zu lange, weil er sich einfach zieht, sondern das Ende hat mir einfach nicht gefallen. Und wäre er 15 Minuten vorher, ungefähr 15 Minuten vorher zu Ende, wäre das auch kein Beinbruch gewesen. Es hätte auch einen Abschluss gegeben und dann hätte er mir viel besser gefallen. Aber so muss ich dann einfach 10 Minuten vorher ausmachen, damit ich einen schönen Film habe. Ne, es ist gar kein Steelbook, das nächste. Aber was mir auch ganz gut gefallen hat hier, Doom. Das ist mit The Rock. Genau, The Rock ist da dabei als Darsteller. Und das war, glaube ich, einer von den ersten, wo Rock so in die Schauspielerei gegangen ist. Hat natürlich auch nicht die besten Kritiken bekommen, der Film. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, ist jetzt kein Highlight, aber kann man sich durchaus mal anschauen. Und war damals, ja nicht revolutionär, sondern in aller Munde, weil eben eine Szene da drin war, die aus der Ego-Perspektive gefilmt wurde und eben ein Teil von dem Film so ist, wie man Doom eben spielt oder ein Ego-Shooter eben spielt aus der First-Person-Perspektive. Also Doom, der Film, ich glaube, da gab es auch keinen Nachfolger, auch keinen Direct-to-DVD. Und zu guter Letzt nochmal ein Filmchen von Uwe Boll im Steelbook Postal. Habe ich noch nicht gesehen. Viele sagen, das soll der beste Boll-Film sein. Und da bin ich mal gespannt, was der so kann. Postal von Uwe Boll in der Steelbook Edition.
Ja, das waren jetzt mal die knapp 20 Filme. Vielen Dank an Vincent. Das ist wirklich eine sehr gute Geschichte und dass du mich da irgendwie draufgebracht hast, auch nicht direkt, sondern indirekt, irgendwie inspiriert hast, so einen neuen Teil meiner Sammlung aufzumachen oder einen neuen Teil der Sammlung aufzumachen. Aber jetzt mal an euch. Was denkt ihr? Ist das Quatsch, diese Filme jetzt irgendwie zu sammeln oder sich so eine Sammlung anzulegen, weil sie ja doch von der Qualität her eher mittelmäßig sind, oder findet ihr das doch eine lustige Geschichte, hier so ein paar Spielfilme in der Sammlung zu haben und so eine kleine Bibliothek, eine Videothek aufzubauen? Lasst es mich wissen, schreibt unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren. Und auch wenn ihr noch einen Tipp habt, welchen Film ich denn unbedingt mal suchen sollte auf dem nächsten Flohmarkt, auf der nächsten Filmbörse, auch das könnt ihr gerne unten reinschreiben. Aber das soll es jetzt gewesen sein für diese Episode, für diese Folge, die so ein bisschen vom Inhalt her aus dem Rahmen gefallen ist. Wir sehen uns das nächste Mal. Frohes Datteln, frohes Jagen, euer Telespiel-Tobi.